So, hallo, da sind wir wieder bei Mad Max. Und die Insignie war ja ganz blöd hier angebracht. Die ist ja oben. Die hätte ich so schnell nie gefunden hier. Bin ja bestimmt noch 10 Minuten rumgerannt und hab die gesucht. Ja, mein Prozessor hier arbeitet mal wieder super heiß. Dann hört man hier jetzt den Lüfter halt leider, aber da kann ich jetzt leider auch nichts machen. Ich habe halt noch keine Wasserkühlung. So. Also der war hier bei diesen Gefangenen hier, die hier kaputt herumliegen. So. Ja, da können wir wieder gehen. Ich bin da außen im Strahlager gelaufen und so weiter und da war nichts. Ich habe da noch eine Nische gefunden. Da habe ich gedacht, ja, da drin vielleicht dann, aber nein. Das war alles Fehlanzeige. Ja, und die war wirklich ein bisschen gemein versteckt. Ich habe dann außen versucht, noch hier mit dem Auto zu gucken oder so mit der Harpune praktisch. Weil da wird einem ja so manche Sachen gehighlightet hier. Ja, was will man machen? Wo geht's denn hier wieder lang? Warte mal, hier geht's runter, okay. So. So, ciao Leute, macht mal weiter hier. Einmal einsteigen. So, das wäre das Öllager gewesen. Das ist übrigens hier mit auf einem alten Schiff war. So, lass mal schauen. Ja, jetzt hätten wir das auch erledigt. Das Hoheitsgebiet von Chat ist jetzt nur noch mit Bedrohungsstufe 1 belegt. Wir müssen hier Minen räumen. So, ja gut. Was können wir jetzt groß machen? Nichts mehr eigentlich. Können wir wieder einen Todespfad machen? Ja, könnten wir. Können uns aber auch mal da unten hier mit dem ganzen Zeug begnügen. Aber währenddessen könnten wir ja auch mal auf über den Weg fahren hier zu Chat zurück. Ja, oder fahren wir geschwind zum. Ach, wir fahren erstmal zu Griffer vorbei. Waren wir schon lange nicht mehr. Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, bei dem Griffer war ich noch nicht bei dem Standort hier. So, also den gucken wir uns hier mal an. Das Zielkreuz hier ist ja auch ein kleiner Sniper da, aber ja, das ist unsere Markierung. Aber das Schiff ist hier, um hier wieder Leertaste zu kriegen, jawohl. Hier mal Turbo Boost einlegen. Kein Mensch stört. Ja, die Roadkiller, die können mich eigentlich mal, oder? Ja, nee, die verfolgen mich. Warte mal. Einmal Rädchen. So. Hui, unter die Ohren. Oh, nee, das war schlecht. Ah, der brennt. Verdammt. So. Hui. Das waren Heulerraketen hier. So. Ja, das hat der Dödel mich gerammt. Naja, egal. Der andere hat hier eine Tanne. Okay, das steht hier unten rum. Ah, da geht's rein. Moment. Rückwärts. Ja, toll, angedockt. Egal, wir bleiben also stehen. Eingeparkt. Das ist meine Methode. I don't care where you're going. No, we got all the time in the world. All the time to build this megalicious godhead of a machine. Just, oh. Na, ich habe schon Zeit, oder? Ich habe nichts weiteres vor momentan hier. Ah, da geht's aber mal wieder ewig. Ah ja. So, da ist er mit seinem komischen Kreis hier. So, halten und sprechen. You've taken a short rest from your twisted path. I'll help you find what you seek. But first, answer me this. What? The other ones that you don't kill. Who are they to you? I use them and they me. If there's no gain, what's the use? What's the use? I'm asking you that. But you have no answer, have you? Yet it's very clear.
Ja, da könnt ihr es mal lassen, mir mal Staub in die Augen zu blasen. Das ist echt. Oder findet ihr das nett, wenn das einer euch ständig machen würde? Also, wir können Langlebigkeit hier nochmal trainieren. Dann können wir hier. Ach, wir können da alle die ganze Serie hier. Sprit weniger, Waffen mehr Schaden, mehr Willenskraft, mehr Essenz, mehr Urteil, ja, mehr Intuition. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben genug, mir verwirrt das so wenig. Länger Wutmodus brauche ich nicht. Ja, dann gibt man das wieder hier zweimal für das aus. So, passt. Ende, alles bestätigen. Vielleicht können wir eh alles auffüllen, ich weiß es noch nicht. So, Stufenanstieg, okay. Ah ja, stimmt. Aufstehen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal darauf gewartet habe, dass er sich hier wieder aufrichtet und dann war es nicht so. Ist das hier das Lager da unten oder warum qualmt es hier so? Ich guck mal. Ja, das war das Lager, glaube ich. Zoom. Oder? Nee, das war nicht das Lager, oder? Keine Ahnung. Das kann schon sein, aber naja. Sieht so klein aus eben. So, es wird langsam dämmerig hier, es wird dunkel. Ja, da spaziert doch jemand rum. Warte mal. Na du, wo ist dein Auto geblieben, hä? Macht der Schattenboxen oder was macht der hier? Komische Typen gibt's, aber echt. Naja. Wir können ihn jetzt am Leben lassen, also wir walzen jetzt gleich mal platt. Aber ja. Wo ist mein Auto? Hallo? Wo ist mein Auto? Verdammt nochmal. Gibt es etwa zwei Auswege? Hi, the car. Ja, dann komm mal hergefahren. So. Ha. Aber bevor der Typ hier ankommt. So. Er war ja nicht schwer. So, jetzt, Junge. Bam. So. Wir nehmen hier keine Anhalter mit. So. Einmal Auto. Jetzt machen wir gleich Schrott, glaube ich. Ja, das war ein bisschen ein kleiner Stups nur. So, da haben wir ja schon das Rating geklaut. Ich habe gesagt, warum? Was denn? Beruhigt dich, ist doch nichts passiert. Im Auto geht's prima. So, Moment mal, bevor ich hier planlos rumfahre. Markieren wir uns hier mal Chats Festung. Das sind zwei Zahnräder, warum auch immer. Dann bauen wir mal das Wasserdings hier. Ach geh, die Straße folgen, das ist doch nur was für, ja, für Weicheier. So, ich muss nicht hier wieder die Dings fahren, hier die Säulen. Autsch, das war ein bisschen unsanft. Braucht dringend eine bessere Federung, glaube ich. Naja, kriegt man alles noch hin. Ups, gerade Landschaft, Moment, das ist ein bisschen Offroad hier. Wir haben leider keinen Geländetruck. Was wollen die zwei hier? Ach, die wollen mir ans Leder. Nee, 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 Moment. Haha. Erstmal unverdächtig wirken, oder wie? Nee, nee, vergesst es, Leute. Da müsst ihr früher aufstehen. So, und da oben ist wahrscheinlich, das müsste die Festung sein, oder? Das ist der Leuchtturm, oder? Leuchtet da jemand? Hä? Ah, da gibt's Schrott. Get him. Yes, yes, yes. I will nurse her back to health. Ja, nee, ich will aussteigen, bitte. Don't strike. Was? Jetzt kommen die schon aus dem Sandboden raus. Von Hinterhalt. Locken mich hier mit einer Kiste Schrott hier. Zis. Sachen gibt's. Zeig hier, Hinterhalt. Tch. Und ich habe schon gedacht, hier, ich fliege jetzt da in die Luft, weil hier Minen sind. Was hat's kommen? Ach, die fahren eh vorbei, von daher. Ja, weiter geht's. Wir fahren hier mal. Ich hoffe, da kommen wir irgendwo hin. Ja, geht. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob da nicht eine Klippe kommt oder so. So, da ist doch schon der Turm. Jawohl. War auch früher mal ein Leuchtturm. Auf einer Festung oder so halt hier. Also zumindest sieht es halt so alles aus wie eine Festung. So, das können wir zusammenfahren hier. So. Das können wir nicht zusammenfahren. Das ist blöd hier am Weg.
Rampe hier. Hier, weil sie gebastelt haben. So, auf geht's hier. Jetzt mal heimkommen hier. Oh, oh, oh. Gott sei Dank tut man da so reinschanzen und es ist schon voller Treibstoff, voll gesund, volle Munition. Ach, sehr schön. Ach, wir haben ja das Update. Aber da eigentlich. Was für eine Schmiede oder ein Grill oder sonst sowas. So, jetzt ist mal wieder ganz hoch zur dem Wasserding hier. Wir müssen dem doch auch noch irgendwie sowas Schwefel besorgen und so weiter, aber das habe ich noch gar nicht ganz kapiert, wie das funktioniert. Was? Spekro, da fehlt uns noch ein Teil, ja. Bauinfo, nee, Bauinfo, Bauinfo, wann das mit dem Wasser? Was ist das? Nee. Wasserspeicher, ah ja, halten. So. Er kuschelt den Boden rum mit seiner Zange und zack, schon steht das Ding. So. Wasserspeicher. Feldflasche wird automatisch aufgefüllt, wenn die Festung brennt. Ah, das ist doch sehr schön. Na, jetzt brauchen wir so Wasserstellen gar nicht mehr so wirklich. Ja. So, jetzt geht hier wieder Zeitverlauf. Ein Tag später oder so. So. Festung verbessert. Jawohl. Volle Feldflasche. So, dann nehmen wir mal die Treppe, das geht schneller. Hat die mit ihren Armbrüsten hier. So. Dann lass uns wieder ins Auto springen. Ohne große Verzögerung geht es hier gleich weiter. Und zwar, ja, gut, die Sammelstücke, die könnte ich mal ganz kurz nochmal hier historisch. Das kennen wir schon alles. Das haben wir ja schon mal gelesen, von daher kann ich jetzt auch ganz schnell durchgehen. So, Schilder. Da gibt es noch sehr viele Sammelstücke. Lager. Ich werde bestimmt auch nicht alle finden. Schwarzer Sand, das haben wir ja. Das war ja das Ölschiff hier. So. Werkstatt. Harpune. Was? Da gibt es was Neues. Echt? Was? Komm schon, Harpune. Jetzt, wo die Harpune blitzschnell nachgeladen kann. Und auf einmal verflüchtet sie dann 50%. Ja, das können wir machen. Also, es könnte nicht schneller genug. So. Komm schon, das ist eine Verbesserung gesperrt. Also da müssen wir auf 0. Ah ja. Naja, das kriegt man auch noch hin. Ja, da gibt es keine besseren Felgen. Später für diesen Engel müssen wir das sowieso demontieren. So wie ich das verstanden habe. Naja, gefällt mir eigentlich gar nicht. Naja. Was wollte ich machen? Ich wollte doch ein Ziel festlegen. Und zwar... ein Top-Dock-Lager oder eine nochmal Ölpumpenlager. Ja, ich glaube, wir gehen mal die Informationen hier auf dem Weg einsammeln, machen die Harpune kaputt. Nee, die Krähe hier kaputt. So. Was ist das hier? Ey, Moment mal. Warte mal, ach, die Ziele reißen. So, hehe. So, Auto geklaut. Etche, bitch. Ja, ich weiß, wie viel von dem entdeckt. Ciao. So eine Schrottkarre kann ich mir doch nicht gehen lassen, ey. Die wurde mir fast vor die Haustür geliefert. Naja, gut. Jetzt, wo wir halt hier vorne nur einem Rad fahren, naja, okay. Aber sie ist halt weit von der Festung. Ich gebe ja keinen Schrott auf, um das Ding zu reparieren. Also für die müsste ich es ja anders machen, aber ja. In dem Fall ist es einfach, da lieber ein Rad wegzumachen. So. Griffer, aha, okay, schon wieder. Ja, das haben wir schon, aber der Schrott, das hat jetzt 1500 Schrott gegeben. Das konnte ich mir nicht gehen lassen. 10.000 Schrott, okay. Ja, also da gibt es für alles was. Und wir haben Stufenaufstieg, wir sind kein Sandkönig 5 jetzt. Halt. Da lang bitte. So, links abbiegen. So, also wenn man bedenkt, dass es früher mal alles Meer war, also Wasser. Sieht fast nicht so aus, aber naja. Das erklärt die Wüste, wenn hier alles Sand ist.
die Felsen, die Steine näher und so weiter. So. Das war, ich habe ja zwei Fahrzeug. Ich habe mal Gummi. Wir haben doch keine Zeit. So, auf geht's. Ja, so schnell lädt sich der Turbo auch wieder nicht nach. So, da steht auch wieder einer an der Straße. Warte mal. Ach, den hatten wir schon mal. Ne, wir haben besiegt, so. Jetzt hat es angenehm mit der Putzkur, da muss man gar nicht mehr aussteigen. Und. Ah, verdammt. Ah. Das war eine Finte, der hat mich ausgetrickst, ey. Habt ihr das gesehen? Ja, nee. Wenn man halt gut fährt, ne. Warte mal, der verfolgt mich doch hier. Fahrer, bitte. Exit, so. Oh. Ja, ich wollte eigentlich nicht von der Route abkommen. So. Wir haben uns wieder gefangen. So, Saint, where are we headed? Ja, ich zeig dir, wo es hingeht. Dude, mark the battle sites. Where can we find Sulfur? Oh, the yelly smelly? Chamnos! Yeah, Chamnos! I'll show you! Okay. Wo gibt's das? Nö, der hat nichts markiert. Okay, egal. Oder vielleicht da oben? Könnte sein, aber. Das gucken wir mal ganz kurz nach, weil es jetzt ja erwähnt wird. Daher. Warte mal, da ist eine. Lord Scarotus' presence is heavy here. Camps everywhere. Ja. Wo ist da ein Punkt? Ach, da ist eine Informationsquelle. Und ein Minenfeld, okay. Wo ist denn der Informant? Das ist ein Sniperposten, ich sehe es. Da müssen wir nicht noch nah genug. So, sehen wir mal, was ich hier dran. Zack. So, den hätten wir schon mal. Da oben könnte noch ein Sniper sein. Da ist aber noch so ein komisches Feuerwerfeteil. So, weg mit dir. Ist da noch irgendwas hier? Da drüben stand noch so ein Teil. So, ups. Weg damit. So, sonst noch irgendwas? Ah, wir haben ja einen Shot liefern bekommen. Also das ist ja schon mal ein Lager hier. Naja, okay. Irgendwelche Ziele? Nee. Also das Ding ist ja auf einer erhöhten Position. Okay. Und das hier ist der Eingang anscheinend. Ja, da ist natürlich wieder so ein Flammenwerferteil. Wo ist denn der Tank? Wo ist der Tank? Wow, nein! Ja, wir sind on fire, genau. Da hat sich das bewegt hinterm Zaun. Nee. Aber ich finde den Tank hier gerade nicht. Wo ist der Tank? Ich weiß es nicht. Da würde ich dann halt mal ziehen. Ah, halt, da ist der Tank. Ich würde nicht zu Fuß hier reinmarschieren erstmal. Moment. Mich Fahrzeug ziehen natürlich. Ich kann das hier nicht einfach einhaken und dann hier weg. So, Häuserverteidigung ausgeschaltet. So. Naja, das war jetzt schon mal hier die Verteidigungslinie. Aber eigentlich wollte ich erst den Informant befragen. Aber das kam jetzt gerade, weil da ein Sniper war. Und ich sollte mal immer recht schnell ausschalten. Sonst geht's einem schlecht. Lilo hier. So, dann lass mal hören. Was gibt's Neues zum Lager? You hear about that big boy Gaspard Group? He don't like explosions none. Someone who want to get at him better deal with his boys and dish out some of that boom boom. Aha, natürlich muss ich ein paar Feuerwerkkörner mitbringen, oder wie?
Die Gaswerke. Okay, dieses Lager wurde um eine riesige Ölplattform herum errichtet. Es wird von dem Top-Doc Gaspar Grob verteidigt. Den Informationen zu folgen, ist er anfällig für Explosionen. Zusätzliche Informationen: Es gibt einen geheimen Eingang links vom Haupttor. Suche nach einem schmalen Pfad auf halber Höhe. Links vom Haupttor ist der Tank des Flammenrohrs. So, ah ja, das haben wir schon erledigt. So, also. Das war eigentlich schon wurscht, die Information. Und eigentlich wollte ich ja noch die Vogelscheuche da runterholen. Naja, aber ihr seht's ja. Boah, da hat's zumindest. Ah, das war aber scheiße. Dann nochmal hier runter. Pam. So, durch den Schlamm hier. Okay. So. Okay, das sollte man nicht dagegen düsen, das ist massiv. Also hier ist so eine Vogelscheuche, eine schwache vor allem hier. Einhängen, rumdrehen und so. Ups. Rums. Eins. Ja, eins wird jetzt, aber es hat viel hier ausgemacht. Also zeig mal her. Da ist noch ein Informant. Der sagt uns zu dem Lager was. Naja, den könnten wir gleich mal abklappern. Von daher. Liegt am Weg. Ja, der liegt hier am Weg wahrscheinlich auch. Warte. Ja. Tatsächlich, er liegt am Weg. My black fingers itch for sacred work. So, dann sag mal an, was weißt du denn über das Lager? The explosion. I was too close. Hurt badly. Stink. Gum and his sick pups. I'm crisped up. End it. Please. Just end me. Ich soll ihn töten. Wie hättest du es denn gern? Ein Öltender kriecht halbtot durch die Gegend, setzt sein Leben ein Ende und nimmt dir die Beute fort von er eigentlich. Wie jetzt? So, willst du eine Kugel in den Schädel oder willst du ein Messer oder was? Ja gut, ich glaube, uns bleibt nur hier Kugel. Das ist schnell und schmerzlos, oder? Ne, treten. Ach, das war jetzt aber plump, ey. Ich wollte ihn abschießen. Naja, okay. Das war jetzt hier eine Information. Hätte ich mir anders vorgestellt. So, da ist noch die Information. Fahren wir da richtig? Ne, da fahren wir falsch. Wir müssen hier runter. So rum. Ja. Da an der Kreuzung da links. Komm an dem Lagerchen vorbei, ich weiß. Da oben brennt es am Berg. Uah, was ist denn hier los? Ist das Öl in einen Reifen oder was? So, lass mal gucken. Ich will doch nur die Informationen abholen gehen. Ach, das Lager ist da oben drauf, was raucht. Ah ja. Halt, aufpassen, dass ich den hier überfahre. Ah, der hat es aber gemütlich, ey. Also echt. Hallöchen. So, dann sag mal an, was du noch zu sagen hast. Avert your deadly stare, Walker. You do not want my hide. No. You want to kill the suckling swine of Scrotus's hordes. They have a camp on the edge of outer graves. View alone might be worth the massacre. But see to it that the war crier is muffled, or he'll pump them all up with his damn yells. Huh. If you feel nimble, there's a dangerous hidden pathway, which might give you a bit of an edge in the carnage. Aha. Ein gefährlicher Pfad, das hört sich ja nicht gut an. Are you away on one of your long journeys inside your brain? Die Gratwanderung heißt das Lager. Ein verstärktes Lager entlang der Grenze der äußeren Gräber. Suche entlang der Klippen nach einem versteckten Pfad, der dich unbemerkt hineinführt. Zusätzliche Informationen. Die Verteilung sollte
mit dem Snipergewehr durchbrochen wird. Naja, das sehen wir dann mal. Pass an den Felsvorsprung auf, wo du hintrittst. Es gibt ein Bauteil im unteren Bereich des hängenden Bauwerks. Okay, da stand jetzt aber nichts von dem Gang, von dem gefährlichen. Naja, es gefällt mir eigentlich auch nicht, der gefährliche Gang. Na, ich werde da wahrscheinlich eh wieder reinstolpern, wie mit der Brechstange voraus an einfach. Also hier oben ist glaube ich schon mal ein Sniper oder so, kann es sein. Ich weiß es nicht. Ja, man kommt da eh nicht viel rein. Ja. Ich werde jetzt aber erstmal wieder zu dem anderen Lager zurückfahren. Weil da haben wir schon eigentlich die Verteidigung weggeräumt. Also jetzt ist die Frage, wie komme ich da wieder hoch? Komme ich von daher hoch? Oder ja, ich fahre einfach hier querfeld ein. Wir haben ja so einen guten Geländewagen hier. Ist kein Problem. Autsch. Autsch. Oder nicht Autsch. Na, manchmal macht es Autsch. Das war das gerade. Verstand jemand, okay. Na, das sollte mir egal sein. Hier hoch, ja, das ist die Kolonnenroute. Jetzt kann ich den weiten Weg außen rum fahren, ne? Na, da wäre es wahrscheinlich schon früher hochgegangen. Naja, was soll's. Ja, wenn ich mich ja nicht mal festspulen würde hier. Ich hab mal diese Gummi hier. Was brennt die hier? Ach, das war mal eine, ich glaub, so eine komische Krähe da. So ein, na, wie heißt das jetzt wieder? Vogelscheuchen-Dings da. Autsch! Ey, ja, und ihr braucht mit noch extra reinfahren. Moment. Zack, weg mit dem Rädchen. So, ihr braucht es nicht mehr. Komm ich hier vielleicht irgendwie hoch? Autsch! Ja, mein Auto ist schon wieder ziemlich am Arsch. So. Mal gucken wir mal hier oben. Haben wir ja eigentlich alles ausgeschaltet. Und da drüben ist der Eingang. So, zeig mal her. So, mach mal das Tor auf. Rums. Ja, Intruder ist schon recht. Ja, was machst du denn hier auf dem Auto, hä? Hä? Wie ist der jetzt weggegangen? Keine Ahnung. Und wir brennen, ich sehe es. Damit der Harpune geht es wesentlich einfacher, aber ich vergesse das auch manchmal. Ja. Okay, wir steigen mal aus. So. Jetzt haben wir schon mal die Tür aufgebrochen und das Lager machen wir gleich hier. Ja, er lässt hier. Was ist los? Halt doch die Klappe da oben. Ich wollte gerade abmoderieren. Und zwar erst. Autsch! Schmeißt du schon mit Stein? Moment. Ja. Ja, also gut, dann muss ich euch doch noch kalt machen hier. Stört mich gerade hier. Nein, du wirst mich nicht schlagen. So. So, rums. Prüben weg hier. Aua. So, aber jetzt, wie gesagt, das Lager nehmen wir uns jetzt dann in der nächsten Folge vor. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann, euer Mad Max Legolas.